1990 entstand aus der Heirat der BRD und der Stasi die neue multikriminelle BRD 2.0. Für die US-Geheimdienste und die dahinterstehende Hochfinanz von Wall Street und ihre geheime Machtzirkel und Planungsgruppen ergab sich die Möglichkeit, durch die Übernahme des kriminellen Stasi-Personals der BRD einen anderen Charakter zu verleihen. Dass die arbeitslosen Stasi-Leute, die nach Schließung der Stasi arbeitslos geworden waren, wurden zum Beispiel im Stasi-Land Brandenburg in die öffentliche Verwaltung eingestellt. Noch heute sind zum Beispiel im Landeskriminalamt Brandenburg über 100 ehemalige Stasi-Leute in leitender Position tätig. Das heißt, die gesamte Verwaltung, zum Beispiel im Stasi-Land Brandenburg, ist komplett mit Stasi-Leuten durchsetzt. Es gab keine Stasi-Überprüfungen. Die Leute wurden einfach eingestellt in Polizei, Justiz, in die Landesverwaltung, überall. Die alten Volkspolizisten wurden zum Teil entlassen und es wurde Platz geschaffen für die Neueinstellung von Stasi-Leuten. Und in den anderen ostdeutschen Bundesländern wird es nicht viel besser aussehen. Und auch nach Westdeutschland sind große Mengen von Stasi-Leuten und SED-Kadern übergesiedelt und haben dort Machtpositionen eingenommen und Karriere gemacht. Dadurch hat die BRD einen völlig anderen Charakter bekommen. Die heutigen Zustände wie die Massenmorde in den medizinischen Einrichtungen der BRD, der Kinderraub durchs Jugendamt, die Korruption, die ganze BRD durchdringt, die Rechtlosigkeit der Bevölkerung, die völlige Missachtung des Grundgesetzes und der Grundrechte durch das Regime, die völlige Entrechtung des Volkes ist eine Folge dieser US-Politik. Die Stasi-Leute in die BRD aufzunehmen und in Machtpositionen zu bringen. Als willige Handlanger der US-Doktrinen von Eugenik und Euthanasie. Über die Massenmorde in den medizinischen Einrichtungen der BRD braucht man sich nicht zu wundern. Dies ist von US-Kreisen gewünscht und wird von Stasi- und SED-Leuten umgesetzt, zum Beispiel von Stasi-Ärzten in den Krankenhäusern, und die anderen, auch die Westdeutschen, folgen. Die folgen dem Vorbild der Stasi-Leute. Es muss ein Ausweg gefunden werden und Deutschland muss von den Mördern befreit werden.